Guten Morgen, ein neuer Tag bei Zelda Majora's Mask. Was im letzten Part nicht alles los war. Jemand hat eine Urkunde als Klopapier benutzt. Wir haben einer alten Dame bei einem Überfall um Mitternacht geholfen und auch eine Maske bekommen, die man eigentlich in der Nacht noch hätte verwenden sollen oder müssen, aber die Nacht war zu schnell vorbei. Aber die Nacht kommt wieder und da werde ich das wohl hoffentlich nachholen. So, lass mich mal durch. Jetzt muss ich mal die Stellen finden, wo wir vom Observatorium sehen konnten. Ups, hier sind wir ja ganz falsch, oder? Da sind wir gleich richtig. Vom Observatorium konnte man verschiedene Stellen erblicken, wo man runterfallen kann. Puh, wo war das denn alles? Also, eine Stelle kenne ich auswendig. Die andere Stelle, weil da geht's ja weiter. Nee, da wollen wir noch nicht lang. Das Observatorium befindet sich hier. Aber ich finde es cool, wie Zelda im Grunde immer so weitläufig ist. Auch hier die Ebenen von Termina haben wichtige Termine. Hier war die eine Stelle, das weiß ich. Muss das andere da hinten gewesen sein. Mal sehen. Ja, ich probiere das jetzt mal aus. Hier muss doch was gewesen sein. War das hier? Das hat ja schon mal überragend geklappt. Irgendwo war ein Loch. Oder auch nicht. Dafür steht da hinten eine Truhe. Kann das? Denkst du dir so, ne? Und? Oh, das ist okay. Wir wollen ja auch die Bombentasche kaufen. Bomben! Mal gucken. Ah, die Stellen. Ich kenne die Stellen nicht auswendig. Also irgendwo in dem Gestrüpp befindet sich dann immer was. Es kann aber auch sein, dass beides viel weiter vorne liegt. Leider ja nicht, ne? Hab das gesehen. Warte, ich find's. Hier war ein Kerl und er hat da drauf rumgetanzt. Das habe ich gesehen. Da muss man sich's erst anschauen. Ich schwören könnte, das wäre hier. Na also! Seht ihr? Schwierig. Ich bin da 8-mal dran vorbeigelaufen. Und zählen kann ich auch nicht. Tschüss, Mann. Geh baden! Adieu. Oh, was? Achso, ein Dekustab. Das ist ja überragend. Leicht entzündlich. Ich glaube, die kennt man auch schon aus. Ocarina of Time. Und hier? Noch mehr Geld! Jetzt haben wir schon mehr Geld, als ich haben kann. Hm. Wir können ja mehr Rubine tragen, aber nur, wenn wir genug Geld einzahlen. Also sollten wir das Geld, was wir haben, auch einzahlen. Aber bevor wir das tun... Warte. Das andere muss da sein, hätte gewesen sein. Also ich hoffe mal, dass wir noch nicht zu den Missionen kommen und dass man alles tun kann. Da ist das! Ah! Nee. Da gehen wir auch hin. Auf die Ranch. Gibt ja mehrere Farmen und alles. Das Geld muss ich dann mal einzahlen. Es muss hier gewesen sein. Ich hoffe jetzt aber nicht zu nah da dran, weil... Ich glaube, ich weiß, was denn da kommt. Tja, wo ist diese Stelle bloß? Ich suche sie ganz kurz mal, wenn es zu lang dauert. Sauber! Hat jetzt gar nicht so lange gedauert, aber es war doch ein bisschen Leerlauf. Was haben wir denn hier? Was ist denn hier versteckt? Wir müssen zum ersten Mal richtig fett kämpfen. Auch immer aufpassen. Ich hol mal unseren Schild. Ja, der Gegner hält so ein bisschen was aus, aber es wird sich hoffentlich lohnen für uns. Hoffentlich sind es keine Rubine. Nee, glaube ich eigentlich nicht. Das muss schon ein Herzteil sein, weil das ist ein bisschen heftiger. Eigentlich schlimmer als das, was wir eben hatten. So, und wie lange hältst du noch durch? So gefragt. So ganz am Rande. Hoffentlich keine Rubine, weil das wäre jetzt echt mies. Ich meine, man kann sich immer Rubine farmen im Gras und so, aber... Mach was Vernünftiges.
Das sieht nach was Großem aus. Ja, ein Herzteil, super. Ein Herzteil, also noch drei bis zum nächsten. Ist ja voll in Ordnung. Wir haben ja noch gar nicht angefangen mit dem Spiel eigentlich. Wir sind ja nur am Vorbereiten. Das ist überragend. So, jetzt habe ich die beiden gefunden. Das ist schon mal gut. Es gibt noch ein ähnliches Versteck, aber ich glaube, da sind wir noch viel zu schwach dafür. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Da bin ich zu unbegabt dafür. Wollen wir es trotzdem probieren? Und zwar geht es um einen anderen Bereich. Das sind zwei große Dodongos und mit denen ist nicht zu spaßen. Ich probiere es. Man bekommt ein Herzteil dafür. Eieiei. Hoffentlich versaubeutel ich es nicht. Ganz im Ernst. Also wir müssen hier kurz in den Sandbereich. Jetzt gucke ich mal, was ist denn mit der... Ja, also weil es schon wieder so dunkel aussieht. Aber das liegt hier eher an dem Ambiente. So. Da vorne haben wir es dann gleich. Nap, 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 nap. Ich freue mich richtig, das Spiel wieder spielen zu können. Und ich stelle mich gar nicht so blöd an, meine ich. So, da wollen wir runter. Das soll man eigentlich noch nicht machen, ne? Ich hoffe, die machen uns nicht allzu fertig. Nächste Herzteil, da sind schon welche, aber die meine ich nicht. Hier irgendwo ist auch noch ein Loch, das sieht man auch da. Okay, dann. Nix wie runter mit dem Grünling! Let's go. Da sind sie ja, die zwei beiden. Man könnte ja meinen, ich bin inzwischen kampferprobt, aber die sind wieder eine andere Liga. Die soll man erst später bekämpfen, wenn man mehr Herzen hat. Und die arbeiten auch super im Team zusammen, wie man gerade gesehen hat. Sie mögen es nicht, wenn man ihnen an den Schwänze fest. Warum auch immer. Das ist die einzige Stelle, wo sie verwundbar sind. Und danach werden sie nicht nur mit ihrem Schwanz um sich schlagen, sondern auch in die Richtung speien. Und da es zwei sind, muss ich das echt im Auge behalten hier. Ich konzentriere mich am besten einfach mal nur auf einen. Wenn der erstmal weg ist, wird der andere nicht das Problem. Das war echt knapp, aber ich habe noch alle Herzen. Ein bisschen tricky ist es schon. Verdammt. Da konnte ich nicht widerstehen. Dreht sich ja jetzt um. Ja, ein bisschen hektisch, aber wie gesagt, ist ja schon für, ich sag mal, Fortgeschrittene. Weil ein bisschen Kaltstart, weil bisher haben wir ja noch gar nichts großartig gemacht. Kämpfen wir jetzt gegen die fetten Dodongos da. Günther und Hubertus. Ah, das hab ich mir fast gedacht. Ich kann jetzt mal bald baden gehen, es dauert nicht mehr lange, dann geht er erst in die Knie. Na komm schon, die halten wenigstens schön still. Meistens. Wie viele Schläge will der eigentlich noch haben? Er kriegt noch seine ordentliche Portion. Der erste scheint down. Und damit ist der Rest ein Kinderspiel. Ich kann nicht anvisieren. Und zurück. Ja, ist kein Problem. Oh, warte mal, jede Menge... Das ist jetzt blöd, weil ich habe mein Geld... Naja, was soll's. Nicht dran gedacht. Der andere wird wohl auch wieder jede Menge Asche geben. Oh, jetzt wird's doch nur knifflig! Auf keinen Fall darf es daran scheitern. Einzelner darf uns nicht erwischen. Das... Da zählen dann keine Ausreden mehr. Warten, bis er Feuer speit. Der ist zu blöd, um uns zu treffen alleine. Aber ich darf auch nicht zu nah an ihm rangehen und den Schwanz attackieren. Sonst habe ich nicht mehr genug Zeit, mich aus dem Radius zu befreien. Geht, komm schon. Vielleicht kann man ihn auch, ich glaube, man kann ihm auch mehrere Schläge versetzen, wenn man es kann.
aber ich mache das Ganze hier übervorsichtig. Was? Jetzt sehe ich nichts. What the? Kann sowas schon mal passieren? Ist er down? Dumme Frage. Yes! Und es gibt so viele Rubine, dass es mir leid tut, dass ich die nicht in die Bank eingezahlt habe. Hey, der Witzke, ey. Mach auf, Link. So, sehr gut. Sind wir hier fertig. Das war ein hartes Stück Arbeit. Und gemessen an den Herzen auch das härteste Stück Arbeit. Aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Yes! Dann gehen wir wieder hoch. So, wie spät haben wir denn? Dauert gar nicht mehr so lange, dann ist wieder Nacht. Das macht aber nichts. Kann man irgendwas noch am Tag machen? Eigentlich nicht, oder? Und selbst wenn, es langsam zu spät. Weiß nicht, ob man auf die Ranch... Auf die Ranch kann man sowieso nicht. Aber da... Da gehen wir erst dann hin. Wir müssen noch das Deko-Spiel machen, das zweite. Oh, oh. Eieiei. Das wäre hier, aber erstmal einzahlen. Und die Bombentasche, oder? Habe ich die schon gekauft oder nicht? Habe ich Alzheimer oder nicht? Wir wissen es gleich. Huiuiui. Bis das ein neuer Tag erwacht. Mama. Das ist kaum eine Rede wert. Wir gucken jetzt mal. Ich hatte ja vorher keine 90 Rubine, ne? Bin ich doof? Ja. Da ist die Bombentasche, ne? Also, Bomben! Yes! Hätte ich das erst gemacht und dann die Zodongos, dann hätte ich Geld. Naja, was soll's. Kann man nichts machen. Nein! Ich habe sogar Bomben dazu bekommen zu den Bombentaschen. Alles klar, ist auch schön soweit. Ich freue mir einen Ast aus dem Ärmel. Müsst ihr euch bildlich vorstellen. Huiuiui. Wer hat den Hund rausgelassen? So, jetzt seid ihr am Start. Und ja, dann zeige ich euch direkt mal, wie das geht. Also ich rede mit euch. Stört's nicht. Doch, ich werde euch stören. Ich glaube, die andere sagt ja das Problem. Also die haben ja das Problem, dass sie nicht wissen, was für einen Tanz sie machen sollen. Und wir haben ja den Tänzer kennengelernt letzte Nacht. Und lassen wir uns einfach mal dem seine Maske auf. Hier, Camaros Maske. Natürlich dahin. Warum mache ich das immer? Schub. Und du runter. So. Ich zeige euch mal, wie das geht. Komische Maske übrigens. Naja. Let's go! Ich bin Link und ich tanze. Schaut mir zu, Mädels. Ich bin so sexy. Ohne Gesicht. Ja, die sind sichtlich beeindruckt. Kann man verstehen. Macht's mal nach! Lernt! Tanzet! Ich glaube, es ertönt doch immer dieselbe Melodie, der Soundtrack, wenn man zu den Mädels da kommt. Der Wachmann denkt sich nur auch noch WTF. Ha, jetzt huldigen sie mir. Tja. Danke, dass du uns diesen Tanz beigebracht hast. Du bist unser Meister. Ja, kommt mal zu mir nach Hause. Ich habe kein Zuhause, verdammt. Ein Herzteil gefunden, doch im Kokiri-Wald, aber das ist nicht um die Ecke. Meister, ihr seid großartig. Danke, danke. Zu viel der Ehre. Okay. Das wollte ich jetzt gar nicht. Nimm diese Maske ab, ey. So, was haben wir denn jetzt noch? Was haben wir denn jetzt noch? Das Deko-Spiel. Ja, das muss getan werden. Das muss jetzt sein. Ab zum Deko-Spiel. Das machen wir jetzt als nächstes. Der andere Kram, der eilt ja nicht. Dann können wir eigentlich langsam zum dritten Tag rüber switchen. Dann wird's interesting, Freunde. Aber jetzt erstmal das Deko-Spiel, das zweite, was noch schwieriger ist als das erste, wo ich ja schon nicht so gut ausgesehen habe, immer.
kann gespannt sein. Und dazu brauche ich auch die Deko-Maske. Ich bin wieder hier. Yep. Ich habe keinen... Oh, ich habe nicht genug Rubine. Da hast du dein Geld, du Halsabschneider. Du Schmarotzer. Du Kapitalist. Und das alles nur für ein Deko-Spiel. Aber das brauchen wir. Das müssen wir machen für das Herzteil. Aber wenn ihr euch jetzt mal anschaut, wie die Plattformen abgehen, dann seht ihr, hier herrscht ein ganz anderer Wind als beim ersten noch. Und tja, zum Glück habe ich Pilot Wings fürs SNES gespielt und Let's Played. Denn das war so ein bisschen Training hier für optimal Landen. Ja, mit Schwung. Denn wir müssen ja auch Zeit gut machen, Zeit rausholen. Sehr gut. Am Boden kann man sich sehr gut orientieren. So. Erstmal in die Mitte und dann... Ja, das ist einfach das beste Rezept. Und warte nur auf das dritte ab. Ich stopp das nochmal. Gewissermaßen so. Hier, warte einen Moment. So, jetzt wieder nach außen. Ich warte, bis er nochmal kommt. Das bringt so einfach nichts. Hoffentlich kommt er auch bald mal. So, nur noch einer. Ich glaube auch wieder 1 Minute 15. So. Drück die Daumen. Jawolski! Gut, es ist vorbei. Na, Gott sei Dank. Geschafft. 1 Minute 5. Wow, das neue Rekord. Nimm dies. Na, ah, bekommst du wieder jede Menge Kohle. Das ist gut. Ich muss unbedingt noch viel einzahlen. Fehler gemacht. Hätte viel mehr einzahlen müssen. SpongeBob drüber. Ich glaube, das zahle ich auch ein, weil mehr kann ich jetzt gar nicht bekommen. So, Maske ab. Geht schneller. Das zahle ich ein. Ich guck mal, wie viel ich eingezahlt habe. Ja, eigentlich sonst nichts. Einmal die 20 und jetzt, ne? So muss es dann, glaube ich. Und für den Fall, dass wir da hinten noch ein bisschen Geld bekommen, für das, was ich als nächstes vorhabe. Die Nacht geht noch lang genug. Ja, ihr werdet sehen, ist nicht mehr so viel übrig. Aber wir werden ein Wiedersehen feiern. Euch noch viel Spaß, ne? Ein Wiedersehen feiern mit einem alten Freund. So, aber jetzt. Einzahlen. Ja, guck auf die Tinte, ja. Was für Tinte, ey? Schmied ihm mir echt Tinte in die Haare. So. 66. Möp. Ich weiß, dass es eine Menge ist. Ja, wir brauchen 200. Haben wir noch nicht ansatzweise. Tja, wenn nötig, werde ich da... Ja, ich zahle erstmal 200 ein. Wenn es sein muss, suche ich halt im hohen Gras ein bisschen. Okay, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Daumen hoch würde mich freuen und dann... werden wir am Tag 3 noch auf die Ranch gehen und vieles mehr. Also nicht verpassen. Daumen hoch, bis dann und ciao!